Dieser Fall ereignete sich im Hongkong Parkview, der größten privaten Wohnanlage in Tai Tam, Hongkong. Robert, geboren am 21. April 1963, wuchs in New York mit seiner Mutter Elaine, seinem Vater William Kissel und seinem älteren Bruder Andrew auf. Robert absolvierte sein Studium am College of Engineering der University of Rochester, bevor er an die New York University wechselte. Er wurde als exzentrischer, lustiger und dennoch sanfter Kerl beschrieben und hatte eine relativ glückliche Kindheit. Seine unterstützende Familie ermöglichte es ihm, während seiner Ausbildung zu dem Mann heranzuwachsen, der er werden würde. In den 80er Jahren lernte er seine zukünftige Ehefrau Nancy Kishan kennen und nachdem sie sich verliebt hatten, heirateten sie im East River Yacht Club in New York. Nancy nahm offiziell seinen Nachnamen an und wurde Nancy Kissel. Nancy arbeitete als Managerin in einem Taxiunternehmen, einem mexikanischen Restaurant und einer Bar. Zuvor war sie auch Generalmanagerin im Docks Restaurant am Broadway in Manhattan. Unterdessen sammelte Robert immer mehr Erfahrungen in der Finanzbranche, nachdem er 1992 bei einem Finanzberatungsunternehmen anfing zu arbeiten. Während dieser Zeit wuchs ihre Familie und bis zum Jahr 1997 waren sie eine fünfköpfige Familie geworden. Mit dem wachsenden Haushalt stieg auch der Geldbedarf. Um diese Zeit herum wurde Robert ein Jobangebot von der Asian Special Situations Group bei Goldman Sachs gemacht, das ein stattliches Gehalt versprach. Allerdings waren mit der Annahme des Jobs zwei Bedingungen verbunden. Erstens waren längere Arbeitszeiten zu erwarten, was in seiner Position zu erwarten war. Die zweite Bedingung war jedoch wesentlicher. Die Familie musste in die vertikale Stadt Hongkong ziehen. Die Risiken waren hoch, aber auch die Belohnungen. In den späteren Monaten des Jahres 1997 nahm die Familie das Angebot an, packte ihre Koffer und zog nach Hongkong. Das Leben in der neuen Stadt unterschied sich sehr von dem, was sie von zu Hause gewohnt waren. Und alle fünf mussten sich an die neue Lebensweise anpassen. Glücklicherweise stellten sich viele dieser Veränderungen als positiv heraus. Hongkong ist bekannt für seine außerordentlich hohen Standards in der Gastronomie. Und das Transportsystem ist im Vergleich zu den USA unübertroffen. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und die Familie Kissel hatte zahlreiche Pläne für ihre Wochenenden. Letztendlich ließen sie sich im Hongkong Parkview nieder, der größten privaten Wohnsiedlung in Tai Tam. Dieser luxuriöse Ort, der sich südöstlich des Victoria-Hafens befindet und von Bergen umgeben ist, bietet viel persönlichen Raum. Es heißt, dass Fotos die Schönheit dieses Ortes nie wirklich einfangen können. Robert sollte schließlich Vizepräsident der Asian Special Situations Group bei Goldman Sachs werden. Im Jahr 2000 wurde er von Merrill Lynch eingestellt, um deren Vermögensabteilung zu leiten und verdiente ein stattliches Gehalt von 3 Millionen Dollar pro Jahr. Während Roberts Karriere in die Höhe schnellte, fand auch Nancy ihren eigenen Erfolg als Vizepräsidentin des Elternlehrerbeirats der örtlichen Schule. Sie hatten sich zudem entwickelt, was umgangssprachlich als Power Couple bezeichnet wird. Beide einflussreich und erfolgreich auf ihre eigene Art und Weise. Doch hinter verschlossenen Türen verbarg sich eine andere Realität hinter ihrem scheinbar glücklichen Leben. Seit dem Umzug nach Hongkong soll Robert angeblich eine problematische Beziehung zum Whisky entwickelt und Berichten zufolge Kokain konsumiert haben. Zudem soll er seine Frau im Schlafzimmer misshandelt haben. Ob diese Behauptungen wahr sind oder nicht, bleibt ungewiss. Nancy würde diese Vorwürfe jedoch mehrere Jahre später vehement erheben. Trotzdem schien die Familie die Dinge zusammenzuhalten und während dieser Zeit gab es keine Bedenken oder Beschwerden, die sie mit ihren Freunden oder der Familie teilten. Kaum ahnten sie, dass eine tödliche Pandemie bereits um die Ecke lauerte. Und nein, ich meine nicht das heutige Coronavirus, sondern seinen Vorgänger, das SARS-CoV-1-Virus. Das SARS-CoV-1-Virus, auch bekannt als schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus, machte 2002 internationale Schlagzeilen, als es erstmals in Guangdong, China, identifiziert wurde. Mit einer Letalitätsrate von 11% war SARS eine ernste Sorge und seine schnelle Ausbreitung löste weit verbreitete Angst und Panik aus. Auch die in Hongkong lebende Familie Kissel blieb von dieser Angst nicht verschont. SARS war in dieser Region Asiens besonders verbreitet.
und mit der dichten Bevölkerung Hongkongs und der Aerosolenübertragung des Virus war das Risiko einer Ansteckung in der geschäftigen Stadt allzu real. Trotz ihres finanziellen Wohlstands mit einer teuren Wohnung im luxuriösen Hongkong Park View und einem prächtigen Ferienhaus in Vermont stand die Familie vor einer schwierigen Entscheidung. Robert, der für sein Geschäft unverzichtbar war und seine Firma nicht verlassen konnte, musste in Hongkong bleiben. Doch für Nancy und die Kinder entwickelte sich eine andere Geschichte. Besorgt um ihre Sicherheit, trafen sie die Entscheidung, in die USA zurückzukehren und Robert zurückzulassen. Sie ließen sich in dem prächtigen Ferienhaus nieder, das ursprünglich nicht für einen Langzeitaufenthalt konzipiert war. Als die Kinder in ihrer neuen Umgebung unruhig wurden, ermöglichten es die finanziellen Ressourcen der Familie Kissel, das Haus ohne Zögern zu erweitern. Nancy beschloss, ein Heimkino im Garten zu bauen, was die Beteiligung mehrerer Bauarbeiter erforderte. In dieser Zeit entwickelte Nancy eine Verbindung zu einem der Bauarbeiter. Robert, ein intelligenter und aufmerksamer Mann, konnte in den folgenden Monaten seine wachsenden Verdachtsmomente nicht abschütteln. Da er weit entfernt in Hongkong lebte, konnte er seine Gedanken weder bestätigen noch verneinen. Der betreffende Bauarbeiter hieß Michael Del Priore, ein Elektriker, der ebenfalls in Vermont lebte. Michael war zuvor zweimal verheiratet gewesen und befand sich in einer finanziell anderen Situation im Vergleich zu Robert, der über 3 Millionen Dollar pro Jahr verdiente. Während Geld nicht alles ist, schien Michaels entspannterer Lebensstil Nancy die Zuneigung zu bieten, die sie vermisste. Besorgt über seine Verdachtsmomente, beschloss Robert, einen Privatdetektiv zu engagieren, um Nancys Aktivitäten zu überwachen. Im Laufe mehrerer Wochen bestätigte der Detektiv, dass Nancy und Michael tatsächlich viel Zeit miteinander verbrachten. Es war offensichtlich, dass ihre Verbindung über die elektrischen Arbeiten hinausging. Doch während dieser Zeit begann sich die Verbreitung des SARS-CoV-1-Virus zu verlangsamen, was den Hauptgrund für ihre räumliche Trennung minderte. Mit der verringerten Bedrohung durch das Virus flehte Robert Nancy und die Kinder an, nach Hongkong zurückzukehren. Nach einiger Zeit stimmten sie zu und die Familie wurde wieder vereint. Robert, sich der Belastung in ihrer Ehe bewusst, bemühte sich nach Kräften, ihre Beziehung zu retten. Leider waren seine Bemühungen zu wenig und zu spät. Nancy führte ihre heimliche Affäre mit Michael fort und hielt regelmäßigen Kontakt über ein Prepaid-Handy im Ausland. Selbst als die Familie Kissel vorübergehend in die USA zurückkehrte, um Roberts medizinische Behandlung durchzuführen, traf sich Nancy sogar mit Michael in einem Hotel, während ihr Mann operiert wurde. In den folgenden Monaten verschlechterte sich die Beziehung zwischen Nancy und Robert weiter. Obwohl sie nach außen hin glücklich erschienen, wurden ihre Streitigkeiten immer heftiger und häufiger. Roberts Frustration wuchs, während Nancy Trost in ihrer Verbindung zu jemand anderem fand. Ihre Beziehung war giftig und volatil geworden. Unwissend darüber würde die Situation im November ihren Höhepunkt erreichen. Am 2. November 2003 befand sich die Familie Kissel in ihrer Wohnung im Hongkong Park View. Da Wochenende war, hatte die Kinder einen Freund zum Nachmittag eingeladen. Als der Abend näher rückte, kam Andrew Tanzer, der Vater des Freundes, um seine Tochter abzuholen. Es schien wie eine angenehme Überraschung, und bevor sie gingen, hatte Nancy für alle dicke Erdbeermilchshakes zubereitet. Robert, Andrew und die Kinder genossen ihre Getränke, bevor sie sich verabschiedeten. Unwissend, dass Andrew die letzte bestätigte Person sein würde, die Robert Kissel lebend sah. Nach dem Abschied von Andrew verschwand Robert. Als jemand, der ein stattliches Einkommen von rund 9.000 Dollar pro Tag hatte, arbeitete er selten nicht. Auch nicht an Wochenenden und Abenden. Sein Arbeitseifer war offensichtlich, da er für den Abend einen wichtigen Online-Anruf geplant hatte, für den er und seine Kollegen wochenlang vorbereitet hatten. Als Robert ohne jegliche Erklärung nicht an dem Anruf teilnahm, wurden seine Kollegen besorgt. Am nächsten Tag erschien er auch nicht zur Arbeit, was weitere Fragen aufwarf. Besorgnis über Roberts Abwesenheit verbreitete sich unter denjenigen, die mit der Familie Kissel in Verbindung standen. Der Vizepräsident der Hongkonger Abteilung von Merrill Lynch, der von Roberts Position wusste, rief als erster bei der Familie zurück. Nancy nahm das Telefon ab und informierte David, dass Robert persönliche Probleme habe.
Diese Erklärung ergab für David jedoch keinen Sinn, insbesondere angesichts von Roberts Zuverlässigkeit, Hingabe, harter Arbeit und nachdenklicher Natur. Wenn er nicht zur Arbeit hätte kommen können, hätte er sich zweifellos krank gemeldet. Davids Besorgnis vertiefte sich und die Situation wurde immer beunruhigender. Im Laufe der Woche wurden Kollegen und Freunde zunehmend besorgt um Robert. Bis Mittwoch derselben Woche beschloss David, die Behörden über Roberts Verschwinden zu informieren. Kurz nach dem Telefonat trafen die Behörden an der Kissel-Residenz ein. Nancy und ihre drei Kinder empfingen sie, aber Robert war nicht aufzufinden. Trotz des scheinbar makellosen Erscheinungsbildes am Ort verspürten die Beamten ein Gefühl der Unruhe aufgrund von Nancys Verhalten und ihren Aussagen über Robert. Sie behauptete, am selben Morgen bereits eine Vermisstenanzeige erstattet zu haben und dass Robert das Anwesen nach einem Angriff auf sie verlassen habe. Die Beamten fanden ihre Geschichte jedoch unglaubwürdig und beschlossen, das Anwesen genauer zu untersuchen. Es war kurz vor Mitternacht am 6. November, als die Ermittler schließlich das fanden, wonach sie suchten. Sie hatten einen Hinweis von einem Mitarbeiter der Anlage erhalten, der von Nancys Bitte um Hilfe beim Transport eines schweren Teppichs in die Garage der Wohnung berichtete. Offenbar waren vier Mitarbeiter erforderlich, um den Teppich zu bewegen, und diejenigen, die halfen, beschwerten sich über einen starken fischartigen Geruch. Als die Ermittler den Lagerraum betraten, entdeckten sie sofort den Gegenstand von Interesse. Hinter der Tür befand sich ein aufgerollter orientalischer Teppich, fest mit einem Seil gebunden und in mehrere Schichten Klebeband eingewickelt. Auf dem Teppich fanden sie ein Kissen und eine Tasche mit Bettlaken, die alle verdächtig massig wirkten. Innerhalb weniger Minuten nach dem Ausrollen des Teppichs verwandelten sich ihre Verdachtsmomente in puren Horror. Darin lag der leblose Körper von Robert Kissel, mit einem Plastikbeutel um den Kopf gebunden. Sein gesamter Körper war in einen großen weißen Plastikbeutel gelegt und mit mehreren Schichten Klebeband fixiert worden. Der überwältigende Verwesungsgeruch deutete darauf hin, dass er bereits seit geraumer Zeit tot war. Am 7. November 2003 um 2.41 Uhr, nur zwei Stunden nachdem man den leblosen Körper von Robert Kissel entdeckt hatte, wurde Nancy Kissel von Polizeibeamten festgenommen. Sie wurde des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt. Bei der Untersuchung von Roberts Leichnam durch die Polizeipathologen stellte sich heraus, dass er fünfmal mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden war. Darüber hinaus ergaben Tests, dass sich sechs verschreibungspflichtige Medikamente in seinem Magen befanden, darunter das starke Beruhigungsmittel Rohypnol. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass fünf dieser Medikamente von Ärzten für Nancy verschrieben worden waren, was immer deutlicher darauf hindeutete, dass sie in seinen Mord verwickelt war. Die rechtlichen Abläufe im Zusammenhang mit Nancys Prozess waren chaotisch, mit einigen Details, die faszinierend waren, anderen düster und wieder anderen völlig absurd. Lassen Sie uns in die Bedeutung der Milkshakes eintauchen, beginnend mit der Zeit, als Andrew seine Tochter von der Kissel-Residenz abholte. Nachdem er den Milkshake getrunken hatte, bemerkte Andrews Frau, dass er ungewöhnlich gerötet aussah. Er äußerte Erschöpfung und fiel prompt in einen tiefen Schlaf, als er sich auf das Sofa legte. Besorgt um sein Wohlergehen versuchte sie, ihn durch Rufen und Klapse auf die Wangen aufzuwecken, aber er blieb ohne Reaktion. Als Andrew schließlich aufwachte, verspürte er einen enormen Hunger und verschlang sein Abendessen, bevor er sich drei ganze Packungen Eiscreme gönnte. Bei einem unglücklichen Zwischenfall verschüttete er sie versehentlich auf dem Sofa. Am nächsten Tag konnte sich Andrew kaum an den vorherigen Abend erinnern und beschrieb ihn als einen Anfall von Amnesie. Selbst aus dem Jenseits heraus gelang es Robert dank seiner früheren Verdachtsmomente, Nancys Beteiligung an seinem Mord aufzudecken. Um ihre E-Mail- und Internetaktivitäten zu überwachen, engagierte Robert Privatdetektive in Hongkong, die Spyware auf den Familiencomputern installierten. Die Spyware offenbarte Suchanfragen in Suchmaschinen, die mit Schlafmitteln, Medikamentenüberdosierung und Medikamenten, die Herzinfarkte verursachen, zusammenhingen. Nancy sagte später aus, dass sie erwogen hatte, sich aus Verzweiflung das Leben zu nehmen, aber nicht wollte, dass ihre Kinder es erfahren.
Sie behauptete, nach Methoden gesucht zu haben, die einen Herzinfarkt simulieren würden. Obwohl dies ihre Suchhistorie teilweise erklären könnte, bin ich skeptisch gegenüber Nancys Erklärung. Mit den Informationen aus ihren Internetrecherchen konsultierte Nancy mehrere Ärzte in Hongkong und erhielt 5 verschreibungspflichtige Medikamente, von denen sie glaubte, dass sie ihr Ziel erreichen würden. Diese Medikamente umfassten das Beruhigungsmittel Rohypnol, das Schmerzmittel Dextropropoxytin, das Beruhigungsmittel Lorazepam, das Antidepressivum Amitriptylin und gängige Schlafmittel. Der Prozess, der im Juni 2005 begann, beschäftigte sich mit dem Zerfall der Ehe von Nancy und Robert nach ihrem Umzug nach Hongkong im Jahr 1997. Nancy behauptete, dass Robert eine Kokain- und Alkoholsucht entwickelt habe und zunehmend gewalttätig und unberechenbar geworden sei. Sie warf ihm vor, wegen Nichtigkeiten Wutanfälle zu bekommen. Während Robert Verdacht auf Nancys Affäre schöpfte, beschuldigte sie ihn, homosexuelle Begegnungen während seiner Geschäftsreisen in Asien gehabt zu haben. Die entscheidende Frage blieb jedoch, was genau geschah in der Nacht, als Robert verschwand? Der Anklage zufolge hatte Nancy in den Wochen vor Roberts Tod, am 2. Oktober 2003, verschiedene Medikamente angesammelt. Sie zermalmte diese Tabletten zu einem feinen Pulver und streute es in Roberts Milchshake. Ob sie auch Andrews Getränk kontaminierte, ist unbekannt. Nachdem Robert auf seinem Bett das Bewusstsein verloren hatte, schlug Nancy mit einem 8 Pfund schweren Dekorationsgegenstand 5-mal auf seinen Kopf ein, was zu seinem tragischen Tod führte. Sein Körper blieb über Nacht in diesem Zustand. Am nächsten Morgen kaufte Nancy einen großen orientalischen Teppich bei einem nahegelegenen Händler. Sie kehrte in die Wohnung zurück, wickelte die Leiche ihres verstorbenen Ehemanns in den Teppich und verstaut ihn in einem Schrank. Diese düstere Anordnung hielt 3 weitere Tage an. Schließlich holte Nancy Hilfe, um den Teppich in die Garage zu bringen. Allerdings unterschieden sich ihre Schilderungen der Ereignisse von dem, was tatsächlich entdeckt wurde. Gemäß Nancys Aussage hatte sie und ihr Ehemann etwa 2 Wochen vor dem Vorfall einen hitzigen Streit über die Möglichkeit einer Scheidung. Sie behauptete, dass der Streit in der Nacht, als Robert getötet wurde, eskalierte. Nancy erklärte, dass sie gerade Erdbeermilchshakes für die Kinder zubereitete, als Robert plötzlich seine Absicht ankündigte, die Scheidung einzureichen und die Kinder mitzunehmen. Angeblich hielt er während dieses Gesprächs einen Baseballschläger in der Hand, was Nancy bedrohlich erscheinen ließ. In Notwehr nahm sie die 8 Pfund schwere Statue und folgte ihm den Flur entlang. Es kam zu einem Kampf, währenddessen sie ihm ins Gesicht spuckte. Als Reaktion schlug Robert ihr ins Gesicht. Als sie auf den Boden rangen, packte Robert ihre Knöchel, woraufhin Nancy die Statue hinter sich schwang und ihn versehentlich am Kopf traf. Als er mit dem Baseballschläger zurückschlug, schlug sie weiterhin mehrmals zu. Laut Nancy ereignete sich der unbeabsichtigte, tödliche Schlag während dieser Auseinandersetzung. Obwohl sie angab, danach ihr Gedächtnis verloren zu haben, erinnerte sie sich vage daran, am nächsten Morgen ihr Auto gefahren zu haben. Es dauerte 6 Monate, bis der Rest der Geschichte allmählich wieder in ihrem Gedächtnis auftauchte. Allerdings wies Nancys Darstellung einen erheblichen Fehler auf, der direkt mit den Baseballschlägern zusammenhing. Sie behauptete, dass sowohl sie als auch Robert den Baseballschläger und die Statue während ihres Kampfes benutzt hätten. Forensische Analysen ergaben jedoch keine Markierungen oder Dellen am Schläger von der Statue und umgekehrt. Es gab auch keine Lackspuren der Statuen an den Schlägern. Darüber hinaus enthielt der Baseballschläger keine DNA von Robert oder Nancy. Es scheint äußerst unwahrscheinlich, dass der Schläger tatsächlich im Kampf verwendet wurde. Obwohl der Öffentlichkeit nicht zugänglich, existiert Überwachungsvideoaufnahmen von Nancy am Tag nach dem Vorfall, die keine Anzeichen von Verletzungen oder Schaden an ihr zeigen. Trotz dieser Widersprüche plädierte Nancy vor Gericht auf nicht schuldig und versuchte, ihre Handlungen zu rechtfertigen. Am 1. September 2005 erreichte die Jury nach nur 8 Stunden Beratung ihr Urteil: schuldig des Mordes an ihrem Ehemann Robert Kissel. Gemäß dem Gesetz in Hongkong ist die obligatorische Strafe für Mord lebenslange Haft. Nancy, in Schwarz gekleidet wie während des
gesamten Prozesses zeigte keine Emotionen, als sie ihr Urteil hörte. Nancys Fall wird nun alle 2 Jahre vom zuständigen Gremium überprüft, das die Befugnis hat, ihre Strafe um 1/3 zu reduzieren, wenn dies für angemessen erachtet wird. Die Gefängnisse in Hongkong gelten als schlicht, aber sicher. Und derzeit verbüßt sie ihre Strafe im Thailand Institute for Women, einem deutlichen Abstieg von dem luxuriösen Parkview Apartment, das sie einst besaß. Es gibt einige interessante Randnotizen zu dieser Geschichte. Eine davon dreht sich um ihren Liebhaber Michael. Obwohl er eine zentrale Rolle für ihr Motiv spielte und sogar kurz vor und nach der Tat Kontakt mit Nancy hatte, betrachteten die Ankläger ihn nie als peripheren Verdächtigen in dem Fall. Selbst nach Nancys Verurteilung überschüttete sie ihn täglich mit zahlreichen Liebesbriefen. In diesen Briefen beschrieb sie verschiedene sexuelle Fantasien, von denen Nancy hoffte, dass sie sie ausleben könnten, sobald sie entlassen würde. Überraschenderweise handelten viele dieser Fantasien von banalen Aktivitäten wie Geschirrspülen, bei denen ihre Hände unter Teller, Müslischalen und heißem Seifenwasser zusammenkamen. In diesen Geschichten würden sie sich leidenschaftlich lieben, bevor Nancy in den Schlaf hinüberglitt. Jedoch schien Michael schnell weiterzumachen, da er und seine neue Frau diese Briefe sogar gemeinsam lasen. Nancy verstand schließlich die Situation. Nach Roberts Tod wurden seine Kinder in die USA geschickt, um bei Nancys Vater zu leben. Leider fand er es zu herausfordernd, sich um sie zu kümmern, also übernahm Roberts Bruder Andrew das Sorgerecht. Doch die Geschichte nimmt eine noch bizarrere Wendung. Im April 2006 wurde Andrew tragischerweise tot, mit Stichverletzungen im Keller seiner eigenen Villa in Greenwich, Connecticut, aufgefunden. Natürlich traumatisierte dies die Kinder erneut. Andrew war leider in betrügerische Aktivitäten verwickelt und die Identität seines Mörders bleibt eine Art Rätsel. Nichtsdestotrotz befindet sich derzeit jemand in Haft in Verbindung mit dem Verbrechen. Die Ereignisse rund um Andrews Tod könnten schon für sich genommen eine eigene Geschichte sein, also seien Sie nicht überrascht, wenn Sie auf damit zusammenhängende Videos oder Berichte stoßen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 18 Millionen US-Dollar zum damaligen Zeitpunkt haben seine 3 Kinder alles geerbt und sind finanziell fürs Leben abgesichert. Dies hat jedoch den verheerenden Preis des Verlusts ihres Vaters und ihrer Mutter, Nancy, gekostet, die bis heute im Gefängnis sitzt. Nancy hat alle Berufungen verloren und es wird gehofft, dass sie für den Rest ihres Lebens im Gefängnis bleibt. Soweit wir wissen, ist Michael am Leben und führt sein eigenes Leben, weit weg von der gefährlichen Schlange, die Nancy sich als erwiesen hat. Nancys Motiv, ihren Ehemann, den Vater ihrer 3 Kinder, zu töten, war schlichtweg Gier. Es ist unbestreitbar, dass Robert ein äußerst beschäftigter und überarbeiteter Mann war. Und die Spannungen zu Hause führten wahrscheinlich dazu, dass Nancy nach Aufmerksamkeit anderswo suchte. Es gibt jedoch keine Rechtfertigung für den Weg, den sie gewählt hat. Einige behaupten, dass Robert ihr sogar 50% seines gesamten Imperiums in der Scheidung angeboten hatte. Aber Nancys Wünsche gingen darüber hinaus. Sie wollte alles. Und als Folge ihrer selbstsüchtigen und bösartigen Handlungen hat sie nun nichts mehr. Während Nancy möglicherweise Unsicherheit über Robert behauptet, ist eines klar: Er verdiente es nicht zu sterben. Damit schließe ich heute diesen Fall ab. Vielen Dank, dass Sie sich ein weiteres Video von Mysteriöse Fälle angesehen haben. Wenn Ihnen dieser Fall interessant oder aufschlussreich erschien, denken Sie bitte daran, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken zu diesem Fall. Glauben Sie, dass Nancy aus Notwehr gehandelt hat? Oder glauben Sie, dass Robert ohne Rechtfertigung angegriffen wurde? Teilen Sie Ihre Gedanken gerne in den Kommentaren mit. Wie immer werde ich bald mit einem weiteren Video zurück sein. Bis dahin, passen Sie gut aufeinander auf und bleiben Sie sicher. Vielen Dank und auf Wiedersehen.